Ich habe so ein kleines Video davon, so ungefähr war unsere Reaktion auch, als wir den Nintendo 64 bekommen haben. Ho, ho, ho! Hey Freunde, Fix hier. Herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Winterwunder-Special-Weihnachtsvideo. Hey! Ja, Leute, heute habe ich auf jeden Fall was für euch dabei und zwar gibt's Geschenke. Und zwar löse ich die Verlosung von meinem letzten Gewinnspiel auf. Und zwar ging es damals um meinen Winterwunder-Weihnachtsskin. Falls ihr es noch wisst, falls nicht, dann habt ihr was verpasst. Aber da hattet ihr die Möglichkeit in den Kommentaren dreimal Premium zu gewinnen, einmal auf Instagram Premium zu gewinnen und einmal Premium zu gewinnen mit meinem wunderschönen Winterwunder-Weihnachtsskin. Und wer gewonnen habt, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Und ich würde sagen, dafür gehen wir in eine Runde Minecraft Skywars. Und ich spiele natürlich zum Wunder-Winter-Weihnachtswunder das Schneemann-Kit. Und jetzt fragt sich bestimmt jeder so, yo Fix, wie schaut denn der Skin jetzt aus? Ich will jetzt unbedingt wissen, ob ich gewonnen habe mit meinem Skin oder nicht. Oder wer hat gewonnen, bla 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 bla. Und heute, oder beziehungsweise diesen Wunder-Winter-Weihnachts-Skin verdanken wir heute Linda. Dankeschön für diesen wunderschönen Weihnachtsskin, Leute. Ich muss sagen, er gefällt mir richtig, richtig gut. Mit diesem Schal und der Mütze und dem Weihnachtspulli. Richtig, richtig nice Skin, Leute. Also, fettes, fettes Dankeschön an Linda. Und Linda hat geschrieben, hey Fix, dachte ich, mach mal einen Skin, weil ich öfters welche mache. Und ja, Weihnachtsskins sind so toll. Hier nochmal der Link. Würde mich mega über Premium freuen. Inge Name, Selfia. Bisschen zu früh, aber Merry Christmas. Dankeschön an Linda. Dankeschön für diesen Wunder-Winter-Weihnachtsskin. Er ist auf jeden Fall richtig schön geworden und mir gefällt er mega gut. Und Leute, bitte, bitte an alle, die jetzt vielleicht nicht hier gewonnen haben, jetzt vielleicht nicht dieses Premium gewonnen haben durch diesen Skin, seid bitte nicht so traurig. Es wird bestimmt noch die ein oder andere Verlosung geben und auch Dankeschön, dass ihr da mitgemacht habt bei der Skin-Verlosung, weil es haben viele Leute einen coolen Skin eingereicht, aber ich muss sagen, der Skin hier hat mich irgendwie überzeugt, der hat mich berührt tief in mein Herzen, Leute. Das war einfach so in mein Herz drin, Alter. Das war einfach wunderschön. Und ja, Dankeschön für diesen Skin und danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Wer jetzt die Premiums aus den Kommentaren und aus Instagram gewonnen habt, das erfahrt ihr alles am Ende dieses Videos. Da packe ich nämlich die Verlosung rein und dann seht ihr, wer gewonnen hat. Und dann seht ihr auch, wer jetzt das Premium gewonnen hat. Ich nutze jetzt einfach mal dieses Video hier, beziehungsweise diese kleine Runde hier, um ein bisschen über Weihnachten zu sprechen. Denn Weihnachten ist die Zeit im Jahr, bei denen es ganz viel Backfisch gibt. Oder auch nicht. Aber ja, Weihnachten ist einfach immer eine schöne Zeit im Jahr. Für mich ist es eine relativ stressige Zeit, weil ich sehr, sehr, sehr viel zu tun habe. Erstens muss ich mal so ein paar Videos für euch vorproduzieren. Meistens immer so 4, 5, 6 Videos, die ich dann so kurz vor Weihnachten für euch vorproduzieren muss, weil ich über die Weihnachtsfeiertage und so bin ich immer unterwegs. Da habe ich immer viel zu tun, bin ich bei Familie und so weiter und so fort. Und bin da die ganze Zeit eigentlich nur am unterwegs sein, am Essen, am Familie treffen, am Essen und dann noch weiter an Essen und so. So. Und ja, ich staub einfach mal ganz dreckig ab, ne? Das ist natürlich nice. Nice. Aber es ist auch irgendwie eine schöne Zeit, Leute. Weihnachten ist natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen das Fest der Liebe, sagt meine Mom immer. Und ich weiß gar nicht, ob das offiziell so bezeichnet wird. Keine Ahnung. Aber Leute, ja, es ist schon auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Man trifft halt ziemlich viele Verwandte wieder oder Bekannte, die man lange nicht gesehen hat. Und man kann sich einfach wieder so austauschen und so. Das ist immer ganz entspannt auf jeden Fall. Und vor allem das Beste, Leute, das Beste an Weihnachten sind natürlich die Schulferien, nicht wahr, Leute? Schulferien sind natürlich immer die besten Sachen an Weihnachten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, Leute. Ich bin ja jetzt wieder aktiver in den Kommentaren am Start und so und ich lese eh jedes Kommentar. Ich antworte dann natürlich dann auch ein bisschen öfter darauf und so weiter und so fort. Aber schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie und ob ihr Weihnachten feiert. Das würde mich mal interessieren. Oder ob ihr einfach so einen Schneeball in die Fresse bekommt wie er und danach eine fette Kombo. Buh! Buh, 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 buh! Nein! Ich sollte mich beruhigen, oder? Aber ja, Leute, was ist denn das Beste an Weihnachten für euch? Schreibt mir das mal in die Kommentare, was so das allerbeste ist überhaupt. Ich muss sagen, das allerbeste an Weihnachten ist natürlich, dass man seine Familie sieht und so, bla bla. Aber so Geschenke würde ich gar nicht sagen, sondern ich würde eher das Essen sagen, Leute. Weil
Ihr müsst wissen, Weihnachten so, da gibt's immer geile Sachen. Da gibt's Karpfen bei denen, da gibt's da Ente, dann gibt's da den Braten und dies und das und ganz und was weiß ich. Und ich muss sagen, Essen an Weihnachten und Kuchen und Lebkuchen und was, das ist schon immer das Geilste so. Ich finde, das ist wirklich so. Ja, das ist das Beste an Weihnachten einfach, Leute. So als Kind war es für mich, natürlich war da immer das Beste an Weihnachten, so die Geschenke, so, wenn man 1000 Sachen geschenkt bekommen hat. Ich weiß noch damals, oh Leute, damals, als die Nintendo 64 draußen war, als wir die geschenkt bekommen haben. Oh Leute, das war ein Zeichen. Ich habe so ein kleines Video davon, so ungefähr war unsere Reaktion auch, als wir die Nintendo 64 bekommen haben. Und ja, natürlich war früher so, die Geschenke waren mega cool an Weihnachten. Das war einfach nice. Und natürlich auch Ferien und so. Ja, es war schon immer das Schönste an der Schule, einfach Ferien zu haben. Warum kann ich nicht jetzt auch einfach Ferien haben? Ich will auch Ferien haben. Aber jo, alles in allem würde ich mich schon so als Weihnachtsmensch bezeichnen. Ich finde Weihnachten einfach ganz cool. Nur mir reicht es dann auch meistens so. Ich bin meistens eher so in der Weihnachtsstimmung dann so eine Woche vor Weihnachten, aber auch nicht mehr. Und dann, wenn Weihnachten vorbei ist, die Feiertage, dann reicht es auch mit Weihnachten so. So ein Typ bin ich eher. Aber ich bin jetzt nicht so ein Grinch, der sagt, nein, Weihnachten ist mega scheiße, ich will nicht Weihnachten feiern. So einer bin ich jetzt nicht. Leute, seid ihr ein Grinch? Kennt jemand den Grinch überhaupt noch? Ich weiß es nicht. So, wo ist denn jetzt der Mensch? Hallo? Hä, wo ist der denn? Das kann ja nicht sein, dass der hier nirgendwo steckt. Junge, piep einmal. Oh, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Hi, na? Alles easy cheesy? Nein, nicht hochgehen. Nein, bitte nicht. Holy Macaroni. Stirb. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Puh. Was ist Ja, Leute, ich würde sagen, wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, dann droppt mir jetzt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben raus. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Glück jetzt für das Gewinnspiel, dass ihr, oder beziehungsweise, dass du das Premium gewinnst. Es tut mir leid, dass nicht alle Leute, die da mitgemacht haben, Premium gewonnen haben. Es sind so viele, die da mitmachen, so viel kann ich nicht raushauen. Aber Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Bleibt auf jeden Fall aktiv am Start, es gibt bald wieder mehr Gewinnspiele. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Verlosung. Ja, ich wollte nochmal ein fettes Dankeschön an euch sagen, dass ihr bei der Verlosung mitgemacht habt. Es wird bestimmt noch die eine oder andere Verlosung auf meinem YouTube-Kanal geben. Also Abo lohnt sich auf jeden Fall. Und der erste Gewinner heute aus den Instagram-Kommentaren ist der gute alte Ventox Arz. Er hat geschrieben, Hashtag Bugfish in dem Namen bei Ziegmann PS. Viel Glück an alle anderen. Herzlichen Glückwunsch, du hast einmal Premium gewonnen. Dann kommen wir zu den YouTube-Gewinnern aus den YouTube-Kommentaren. Das ist einmal der Z-Requint. Herzlichen Glückwunsch für Premium. Er hat einen ganz langen Text geschrieben. Und als nächstes hat gewonnen Joja Jasper YouTube. Herzlichen Glückwunsch auch an dich für dieses Premium. Und der letzte Gewinner von heute ist Football YouTube. Und er hat das letzte Premium gewonnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Premium. Bleibt auf jeden Fall aktiv am Start. Es werden noch weitere Verlosungen kommen. Vor allem jetzt gegen Weihnachten hin. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dann und Outro.